Hallo, liebe Freunde. Heute geht es um die sogenannten Notkocher, beziehungsweise manche sagen auch Bodyburner dazu. Auf jeden Fall sind sie hervorragend zu gebrauchen für einen kurzen Campingtrip oder wenn es wirklich mal heiß hergehen sollte, wenn man mal keinen Strom hat oder so. Ne? Soll ja angeblich mal vorkommen. Diese Kerzen, das sind kleine Teelichter, die brennen 8 Stunden, die sind etwas höher wie die normalen, der Durchmesser ist der gleiche, ist ungefähr 18 bis 20 Gramm Wachs in einer Kerze. Also, hier sind 200 Gramm Wachs drin und hier 140. Warum habe ich Teelichter genommen? Ganz einfach, weil ich keine Kerzenreste habe. Das ist der einzige Grund. Was der eigentliche Grund meines Videos ist, ist folgender. Bei diesen Kerzenbrennern, Notkochern, das ist nur zum besseren Anzünden. Bei diesen Notkochern muss man höllisch aufpassen, weil die sind ja mit Wachs gedrängt. Hier habe ich 200 Gramm Wachs drin, hier habe ich 140 Gramm Wachs drin. Wenn das Wachs richtig heiß wird, kann das in einer großen Stichflamme aufgehen. Also man sollte wirklich aufpassen. Manche machen ja nur diese kleinen Kocher. Ne? Ich habe einen großen Kocher gemacht. Dann als nächstes will ich mal das hier ausprobieren. Einfach von der Milchtüte, ein kleiner Rest, abgeschnitten. Auch Toilettenpapier rein, genau wie hier. Das ist ja Toilettenpapier. Auch voll. Eine Rolle mit Gewalt, wenn man die richtig zusammenknürt, geht die da rein. Und das hier, das ist was Besonderes, wenn ich das mache. Da kommt auch Papier rein. Oder ich überlege mir es vielleicht auch Pellets oder Sägespäne und gieße das mit Wachs auf. Und das werde ich eingraben. Werde ich ein kleines Loch machen, damit das reinpasst. Kippe das Loch voll Wasser und lasse es richtig voll Wasser saugen, damit nichts passieren kann. Und somit kann man auch, denke ich mal, irgendwo ein Feuer machen, wo es auch mal gefährlich werden könnte. Schön vorher tränken die Erde mit Wasser. Dann in das Loch rein. Kann ruhig bis hierhin sein, das Loch. Umso besser geht dann der Sauerstoff rein und es verbrennt. Und wenn man es ganz verbrennen lässt, muss man es noch nicht mal entsorgen, weil es sind ja eigentlich Pappe mit einem ganz, ganz dünnen Kunststofffolie. Ich denke mal, für Notfall kann man das mal machen. Aber nur für den äußersten Notfall, würde ich sagen, dass man das dann im Boden lässt. Weil wenn alles verbrannt ist, was soll dann noch übrig bleiben? Okay, wie gesagt, diese Kocher mit Kerzenwachs oder auch Öl oder auch was auch immer drin ist, das wird ja richtig, richtig heiß. Und deswegen müsst ihr wirklich aufpassen, dass euch das nicht in einer großen Stichflamme aufgeht. Und deswegen würde ich sagen, niemals so einen Kocher in einer Wohnung betreiben, sondern immer nur im freien Feld. Dann bedanke ich mich diesmal fürs Zuschauen. Das Herstellen zeige ich jetzt nicht, das hat man schon oft genug in anderen Filmen gesehen. Ich wollte halt nur noch mal auf die Gefahren aufmerksam machen, dass das wirklich gefährlich werden kann. Wenn das Wachs richtig heiß wird, kann es in einer großen Stichflamme aufgehen. Also nicht damit spielen, rausgehen und draußen machen. Und immer vorsichtig sein. Danke fürs Zuhören.